Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format. Bei mir ist der Scott McDreck. Hallo und herzlich willkommen. Bin ich gemeint oder die Zuschauer? Du. Ah ja, hallo, hallo. Ja, wir als langjährige VBT-Experten und erfolgreiche Rapper. Teilnehmen. Ja, natürlich. Und auch ein erfolgreicher Teilnehmer, haben uns heute hier zusammengesetzt, um uns ein paar VBT-Qualis anzugucken und da unsere Meinung zu abzugeben. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr so dabei ist beim letzten VBT. Und ja, wir fangen einfach mal an mit MC Zirkel. Wie gesagt, ich würde mal sagen, wir hören uns einfach mal, also in dem Fall wahrscheinlich die ganze Quali an und sagen dann einfach mal so, was wir von dem Herrn halten. Ja, Und oder dann, Frau. oder Frau. Es gibt tatsächlich auch ein paar Frauen, die teilnehmen, habe ich gesehen. Aber gut, Jennings. zum Beispiel Jannix, der nimmt auch wieder teil. Mit seinem Mann. Okay, gut. Erstmal ein bisschen Hate abgeholt. Gut, alles klar. legen wir mal los. Wer ist denn der Mann von Jennings? Seine Frau. Ach so, okay. Ja, natürlich. Ah ja. Okay, gucken wir mal. Das Rap, meine Freunde, VBT 2018. Ja, MC Zirkel. Ja, MC Zirkel, VBT, das ist wie Butter auf Brot und wird synonym behandelt, so wie Kutter und Boot. Holmes, mein Level ist so ungewohnt hoch, da kommen Leute, doch ich hau jeden Noten so tot. Ich komm aus dem Norden, so wie Kielschlampe. Du rauchst einen halben Dubi und ich vier Ganze. Ich bin cool wie das Wasser, das in der Elbe fließt. Dieser Style ist selten mies und wir gewinnen hier eine Menge Keys. Ich berappe hier so lässig Beats. Meine ganze Crew kann bestätigen, dass mir Rappen liegt. An alle Rapper auf Rappers, den sag ich Rest in Peace. Das ist Sound, die man von Flensburg bis nach Meppen liebt. Yeah, geht in Deckung, wenn die Reimbombe droppt. Ich hol die Kohle, die das Loch in der Vereinskasse stopft. MC Zirkel, jetzt wird das Eis gebrochen. Ich hab Style für drei und rock die geilsten Socken. Es ist MC Zirkel aus dem Anglerverein. Ich check den Spiegel am Morgen und will kein anderer sein. Nordisch by Nature, Kamera geil. Und wenn ich Rap hörst, du Gegner noch in Kanada schreien. Yeah, es ist MC Zirkel aus dem Anglerverein. Ich check den Spiegel am Morgen und will kein anderer sein. Yeah, Nordisch by Nature, Kamera geil. Und wenn ich Rap hörst, du Gegner noch in Kanada schreien. Yeah! Okay. Also, ich muss zuallererst mal sagen, der Beat ist mega geil. Also, ich liebe solche Beats. Die gibt's auch nur im VBT. Such so einen Beat mal im JBB, wirst du niemals finden. Nee. Was ich aber sagen muss, natürlich Punchline-technisch muss da noch ein bisschen was gehen. Das war jetzt eher so ein bisschen Representer. Wird sich Jo. dann mal zeigen, was der gute Mann so in den Vorrunden liefert. Aber ich find's, so vom Style her ist der Typ schon cool mit diesem norddeutschen Akzent, das hat irgendwie was. Das machen nicht so viele. Yo, mein Jung! Yay, moin Nach moin! Eau, der den Bull rum über den Kopf! VBT, das wie Kutter und Boot. Nee, Ja, warte. die Russen kommen! Warte, das war aber jetzt falsch, du. Das verstehe ich Ja. nicht. Ja, ich Ja. verstehe es auch nicht. Auf Und. jeden Fall, auf jeden Fall, bis nach Kanada. Bis nach Kanada kennen die mich. Ja, also wie gesagt, also der Text, der klang jetzt sehr schnell hingerotzt. Also ich hoffe einfach mal, dass der, was jetzt rein textlich angeht, noch ein bisschen mehr drauf hat. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt, so wie die Technik ist, aber ich bin ehrlich, mir ist die Technik auch relativ egal. Hauptsache, der Text ist gut. Aber da muss ich sagen, da geht noch ein bisschen was beim guten MC Zirkel. Aber grundsätzlich Ja, ich finde ich geil. Also, was jetzt irgendwie. schon. Er wirkt irgendwie so wie dieser Sprungbohnen-Typ beim Tag Team Brawl. Springboden-Johnny, ja. Ja, Ja, genau. der hat auch so was Lockeres. Vielleicht ist das ja eine coole Art zu battlen auf jeden Fall, wenn er auch mit diesem lockeren Style an die anderen Runden rangeht, wenn er sich selbst nicht zu ernst nimmt.
Das ist schon auf Ich jeden weiß nicht, Fall. das ist aber nicht so der typische Battle-Stil, sag ich mal. Das ist halt eher. Ja, aber wie gesagt, muss ja nicht immer so dieser typische Battle-Stil sein. Ich meine, guck dir Klaus Bukake an. Ist das der typische Battle-Stil gewesen? Weiß nicht. Er hat auch das VBT Wäre gewonnen. geil, wenn es der gewesen wäre. Also, wenn das der typische Battle-Stil wäre, dann wäre das auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, also nö, ich bin mal gespannt, was MC Zirkel so bringt in den kommenden Runden. Hoffentlich runde Sachen. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Gut, dann war's das mit unserer ersten Anschauung der ersten Qualifikation und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.